Ja, meine Lieben, und ganz viele Grüße aus Chongqing. Wir sind also in der Stadt, wo der Yangtze-Jiang und Jialing, also die zwei Flüsse, aufeinandertreffen. Chongqing hat über 28 Millionen Einwohner und ist umgeben von Gebirgen, bei uns auch Stadt der Berge genannt wird, was sich auch überall in seiner Architektur widerspiegelt. Durchschnittlich liegt es ca. 240 Meter über Meeresspiegel. Also für mich ist es auch das erste Mal in Chongqing und ich finde die Stadt einfach wunderschön. Es hat sich sehr, sehr entwickelt und wir machen heute eine kleine Sightseeing-Tour und seid gespannt. Wir sind gerade in der Altstadt von Chongqing. Hier kann man sehr viel Kunst kaufen und natürlich gibt es auch sehr, sehr, sehr viel zu essen und man kann einfach alles durchprobieren. Das habe ich dann auch gemacht. Dazu ist noch zu sagen, dass allgemein in Chongqing überall sehr scharf gegessen wird. Hier gibt es ganz viele verschiedene Spieße, die machen das warm und schneiden es dann klein. Es ist Hotpot-Gewürz. Das kann man schon fertig kaufen und einfach in den heißen Wasser oder Suppe reintun. Ganz viele eingelegte Tofu, sehr, sehr scharf. Marshmallow und Schoko. Außen ist Marshmallow und innen Schoko. Hier gibt es riesen Orangen. Sie meint, das wäre sehr, sehr süß. Wir werden das mal probieren. So riesig. Zum Abendessen gab es dann noch eine leichte Nudelsuppe mit Rindfleisch. Dann ging es zur Hongya-Hülle. Von da aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf den Fluss.
Man kann mit dem Lift nach ganz unten fahren, bis minus 9, glaube ich. Es gibt viele Geschäfte und auch Restaurants. Vor allem nachts ist es wunderschön beleuchtet. Eine Schiffrundfahrt auf den Yangtze-Fluss kann ich also nur empfehlen. Am nächsten Tag waren wir auf dem Unigelände unterwegs. Die Universität von Chongqing ist sehr groß und sehr schön angelegt. Es ist wie ein schöner großer Park mit viel Grünes, Wasser, Sportmöglichkeiten und natürlich auch viel Restaurants. Wenn man in Chongqing ist, isst man sehr gern Hotpot und das ist auch eine Spezialität. Sehr, sehr scharf natürlich, aber das ist ein Muss. Man muss es einfach mal probiert haben. Und heute essen wir auch Hotpot. Allerdings, das in der Mitte ist dann unscharf. Nicht scharf. Nicht so scharf für mich. Normalerweise eine Soße, die kann man selber zusammenstellen aus unterschiedlichen Zutaten. Und ich habe eine mit Knoblauch, Sesam Soße und Koriander und ganz viel Lauchzwiebeln. Das ist dafür da, damit man sich nicht zu saugt und das kann bei mir sehr nützlich sein, weil ich spritze immer. Nun kann man anfangen, den Hotpot zu befüllen. Da hat man immer verschiedensten Zutaten und sobald die Brühe anfängt zu brodeln, dann kann man die Zutaten reinlegen, warten bis es aufkocht. Anschließend kann man es dann rausholen, in die Soße tunken und genießen. Ganz oft hat man dann noch fertige Gerichte dazu und süße Nachspeise. Die müssen natürlich nicht mehr aufgekocht werden und sind sofort verzehrfertig. Hier waren wir auf dem Gockelberg und haben lokale Spezialitäten serviert bekommen. Unter anderem natürlich auch das Huhn, was hier oben von den Bauern gezüchtet wird. Es wird so ähnlich wie Hotpot zubereitet, bloß dass das Huhn schon in der Brühe drin ist. Und das wird auch zuerst rausgeholt und gegessen. Danach fängt man an, alle anderen Zutaten reinzulegen. Mushrooms. Yes, that's it. Und alles Bioprodukte von lokalen Bauern. Das schmeckt einfach so lecker und so anders. So haben wir hier Lotuswurzeln. The people of Chongqing like put everything in the hot pot. Wie er bereits sagte, kann man alles in den Hotpot schmeißen. Zuletzt auch das Gemüse, denn das braucht nicht so lange zu kochen. Ganz zum Schluss kann man dann noch die Suppe trinken. Das ist die original scharfe Chongqing-Version, da sollte man dann lieber die Suppe nicht trinken. Die Zeit in Chongqing ist richtig schnell verflogen. Wir sehen uns dann in Xi'an wieder. Ciao!